Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, heute geht es um, ja, meine liebsten Designer und dieses Video ist nicht für Nischen-Snobs, denn heute geht es wirklich nur um die Designer. Ich liebe meine Nischendüfte, nicht falsch verstehen, aber ich finde, die Designer rücken zurzeit zu sehr in den Hintergrund und ich möchte das irgendwie auf meinem Kanal nicht so gerne haben. Ich finde die Designer toll. Ich finde, es gibt genug, die erwähnenswert sind und um die genau wird es heute gehen. Also wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Ich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen. Und wir legen los. Ich habe einiges vor. Wir werden uns auch nicht zu lange mit jedem Duft aufhalten. Ihr kennt die meisten schon aus meiner Sammlung. Die wir noch nicht zusammen besprochen haben, auf die werde ich ein bisschen genauer eingehen. Ansonsten legen wir los mit dem ersten Duft. Und zwar ist das das L'Interdit von Givenchy, das Eau de Parfum. Ich habe das Rouge, ich habe das Intense aus der Serie. Aber das L'Interdit Eau de Parfum ist für mich ein Imagier. Sexy, blumig süß mit Jasmin, Orangenblüte, Tuberose, mit Ambroxan. Der ist von der Sillage mega. Der ist granatenbombenstark. Der füllt euch einen Raum. Der hält den ganzen Tag. Sexy, weiblich, süß, floral, sophisticated, edel, teuer. Signature Scent tauglich, finde ich, wenn man ihn liebt. Werdet ihr den einen oder anderen um euch herum ärgern? Ganz bestimmt. Die, die Tuberose nicht mögen, die florale Düfte nicht mögen, ich glaube, die werden hier ein bisschen streiken. Ich persönlich liebe es. Ich trage ihn, mir ist es wurscht egal, wem es nicht gefällt. Muss eben wegriechen. Ja, so ist das halt manchmal im Leben. Ich genieße den und ich fühle mich richtig weiblich, sexy, ein bisschen arrogant. Und den Duft trägt eine Frau, die wirklich weiß, was sie will und ja, nichts darauf gibt, was die anderen von ihr halten. Das ist L'Interdit Givenchy. Würde ich absolut auf eine Date Night tragen. Damit bleibt ihr in Erinnerung. Die Männer lieben den. Das Verbotene. Mega, mega Duft. Den zweiten, den ich über alles liebe aus meiner Sammlung, ist das Idol von Lancôme, das Eau de Parfum. Das ist das Original. Das ist meine zweite Flasche und ich habe eine dritte kleine, die ich immer mit auf Reisen nehme, denn ich gehe nie auf eine Reise ohne das Idol. Das Idol ist mein absoluter, ja, wenn ich ein Signature hätte aus den Designern, denke ich, wäre Idol absolut einer davon. Der hält den ganzen Tag, der lässt mich nie hängen, der ist spritzig, der ist blumig, fruchtig mit sehr viel Birne, Rose, Jasmin, Vanille. Der ist sexy, der ist weiblich, der ist sehr jugendlich, der ist auch sportlich, der geht aber auch auf eine Date Night oder auf irgendein besonderes Event. Der ist wirklich Signature hoch 10 für mich. Diesen Duft würde ich niemals, niemals aus meiner Sammlung wegdenken können, denn ich glaube, das ist einer meiner meistgenutzten Düfte, und der hält den ganzen Tag. Ich rieche mich selber, wirklich, bis spät in den Abend, teilweise am nächsten Tag noch. Komplimentenmagnet, jeder liebt den, jeder spricht einen darauf an. Für mich nicht wegzudenken aus meiner Sammlung. Lancôme Idol, ich liebe ihn und ich finde, es wird viel zu wenig über ihn gesprochen mittlerweile und er ist viel zu viel in Vergessenheit geraten. Genauso gilt das für den nächsten Duft. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt über ihn geredet wird. Ich finde, es ist ein mega genialer Duft. Und zwar ist das das Dolce & Gabbana Parfum Eau de Parfum. Das ist wirklich ein süß-blumiger Himbeer-Marshmallow-Duft. Da ist, glaube ich, noch Neroli und Orangenblüte drin. Heliotrop kann ich riechen. Der ist elegant, der ist weiblich, der ist auch absolut Signature-Scent tauglich. Das ist einer der leichtesten Gourmands. Also, wenn ihr wirklich etwas süß, leicht angehaucht Gourmandiges sucht, trotzdem noch elegant bleiben wollt und nicht nach was Essbarem riechen wollt, ist das der richtige Gourmand. Der ist sehr settled, der ist zurückhaltend, der ist aber präsent. Der geht sehr gut ins Büro, der geht auf die Arbeit. Das ist auch etwas für Leute in medizinischen Berufen, finde ich. Der ist immer noch so, dass man den sehr gut tragen kann, ohne zu penetrant zu wirken, aber trotzdem aufzufallen. Auf eine sexy, weibliche Art und Weise, verspielte Art und Weise, mega, mega Duft. Ich weiß nicht, warum niemand über ihn spricht. Haltbarkeit etwa 5 bis 6 Stunden. Ich rieche mich selber. Mega. Dolce & Gabbana, Parfum. Ich liebe ihn.
Der nächste ist aus dem Hause Moschino und auch den habe ich euch schon vorgestellt. Das ist der Toy 2. Das ist jetzt etwas für die, die einfach nach frischer Wäsche. Letztens hat mich eine Abonnentin gefragt, was würde ich ihr empfehlen? Sie sucht einen Duft, der einfach nach frische Wäsche duftet. Der hier ist einer, der sehr erschwinglich ist und finde ich für meine Begriffe einfach nur toll ist. Das ist ein fruchtig frischer Duft. Er riecht nach Magnolie, grünem Apfel, Jasmin, Moschus, Sandelholz und einfach frisch gewaschener Wäsche. So, Baumwolllaken, aber so süchtig machen. Der ist so gut, ich finde den so toll. Ich weiß nicht, warum niemand über ihn spricht. Ich habe ja sehr gerne das Byredo Blanche zum Beispiel oder das Saco Parfum de Muse. Das geht alles so in diese Familie über. Der Moschino ist aber der, der trotzdem noch einen floralen Aspekt mit dabei hat, auch so ein bisschen eine leicht fruchtige Note mit dabei hat und trotzdem im Dry Down hauptsächlich nach frischer Wäsche und Moschus riecht für mich. Er hat eine gute Haltbarkeit, 5 Stunden. Danach sprühe ich ihn nochmal auf, aber er ist so schön seidig, sanft, frisch. Mega Duft, wenn ihr ihn noch nicht probiert habt und ihr wollt etwas, frische Wäsche, leicht floral, leicht fruchtig, Moschino Toy 2 kann ich euch nur empfehlen. Die Flasche ist jetzt Ansichtssache, ich liebe sie in meiner Sammlung, ich möchte sie auch nicht wegdenken, aber ich kann euch nur sagen, mega Duft, wenn ihr frische Wäsche möchtet und etwas Spritziges, Sportliches, wirklich etwas für die Tage, wo ihr vielleicht nicht unbedingt Lust habt auf einen mega krassen Duft, Moschino Toy 2, ich mag ihn sehr. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist von Jean-Paul Gaultier das Label. Ich habe auch das Le Parfum, aber heute habe ich das Label mit reingenommen. Mir ist auch aufgefallen, dass mein Duft die Farbe geändert hat. Also er ist von diesem rosigen zu einem doch deutlich braunen Duft ja, hat sich entwickelt. Das ist sehr wahrscheinlich die Vanille, ich bin mir relativ sicher. Und er ist besser geworden, das wollte ich damit sagen. Er ist gereift, Leute, er ist gereift. Und das ist bei vielen Düften wirklich mega, weil ich habe ihn letztens in der Parfümerie nochmal gerochen und meiner riecht besser. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn jetzt habe, aber bestimmt über ein Jahr. Und das ist wirklich ein süß-fruchtiger Vanille-Birne-Duft. Hier rieche ich wirklich prominent eine richtig grüne Birne mit floralen Momenten, ein bisschen Moschus, sehr viel Vanille, ein bisschen Jasmin, Vetiver ist drin und Röstaromen sind drin. Das ist wirklich so eine sexy Verführung, eine sexy Birne, verführerisch, weiblich, sexy. Das ist für mich ein Date-Night, ein Ausgehduft, ein Duft für den großen Auftritt. Ja, wenn man wirklich auffallen will, damit steht ihr im Mittelpunkt. Der Duft kriegt viel Aufmerksamkeit. Wenn ihr ihn nutzt und ihr nutzt zu viel, kann es auch schnell mal zu viel werden. Hier muss man wirklich zurückhaltend sprühen. Für Leute wie mich, die absolute Übersprüher sind, ich muss damit aufpassen, weil er schnell zu viel wird. Trotzdem ist es einer der wirklich weiblichsten und sehr ja, so düster sexy angehauchten Düfte aus meiner Sammlung. Ich liebe den, ich vergötter den und jetzt, wo er gereift ist, ist er für mich alles. Ich benutze den wahnsinnig gerne, wenn ich irgendwas Besonderes will und heute besonders auffallen will. Das ist für mich wirklich ein Duft zum Auffallen. La Belle von Gaultier kann ich euch nur empfehlen, hält den ganzen Tag. Raumfüllendes Sillage, mega, mega Duft. La Belle von Gaultier. Über den nächsten Duft habe ich auf meinem Kanal schon sehr viel erzählt, immer wieder erzählt und es wird auch nicht aufhören. Von Giorgio Armani, das My Way. Das My Way gibt es ja jetzt in 1000 Varianten. Ich habe noch 2 andere in meiner Sammlung, trotzdem habe ich den Original gewählt. Ich weiß nicht, ich neige und tendiere dazu, immer öfter den Originalduft mehr zu mögen als die Flanker. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber es ist einfach so. Bei My Way ist es einfach auch theirs. Also der Intense, der bei mir da hinten steht, ist zwar schön, aber er ist leiser, er ist nicht mehr so laut, er ist nicht so präsent, er ist nicht mehr so spritzig. Und der hier ist wirklich wieder dieses Orangenblüte, Tuberose, Jasmin, Vanille und Moschus. Der ist sanft, der ist edel, der riecht teuer, der ist sehr weiblich, der ist elegant, der ist wirklich so ein bisschen Boss-Lady, der ist nicht altbacken. Ich finde den sehr modern.
Und eine Imagea, ein No-Brainer für mich. Ich liebe Tuberose, Orangenblüte und Jasmin, diese Dreier-Kombi fast immer. Ich finde auch nicht, er riecht wie tausend andere. Ich finde, er ist ein eigenständiger Duft. Ich mag den sehr im Frühling, im Sommer, da geht er immer, lässt mich nie hängen, hält den ganzen Tag, 7, 8 Stunden hält er auf meiner Haut. Projiziert, spielt schön. Das ist für mich ein Blumengarten irgendwo im Frühling, Sommer mit Sonnenschein, Happy Scent. Der geht bei mir immer. Ich liebe den und würde den jederzeit immer wieder nachkaufen. My Way von Giorgio Armani, das Eau de Parfum. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich nicht durcheinander komme, welche ich jetzt schon hatte. Ich mal ganz kurz hier die Düfte zur Seite stellen. So. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist auch ein Duft, wo ich sagen muss, als der rausgekommen ist, wurde mal kurz über ihn geraved und dann war Schluss. Und zwar ist es das Marc Jacobs Perfect Intense. Leute, das ist so ein geiler Duft. Warum? Warum spricht keiner von dem? Ich kann es nicht verstehen. Das ist der Lieblingsduft von meiner kleinen Tochter. Meine kleine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt und die liebt diesen Duft. Die kommt immer zu mir hier in mein Parfümzimmer und möchte immer irgendwas sprühen und jedes Mal möchte sie am liebsten Perfect Intense sprühen. Deswegen liegt mir dieser Duft noch mehr am Herzen, aber nicht nur deswegen, ich finde, der ist granatenbombastisch gut. Das ist Jasmin Narzisse, gerösteter Mandel, Sandelholz und Sesam. Der ist nussig, der ist frisch, der ist spritzig, der ist frisch gewaschen, der ist sogar ein bisschen seifig, obwohl er nussig ist und so ein Röstaroma drin hat. Leute, ich finde den einfach einzigartig gut. Das ist so ein Kolibri, der ist ganz anders als alle anderen. Ich mag auch den normalen Perfect, aber hier muss ich sagen, der Perfect Intense hat etwas ganz Besonderes. Ich finde den sehr einzigartig. Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Ja, für meine Nase ist es ein Meisterwerk und ich finde, kaum einer spricht von ihm. Die Haltbarkeit ist wahnsinnig gut. Der hat eine raumfüllende Sillage. Wirklich, für Marc Jacobs eigentlich nicht so typisch, aber der hier hält. Der hält und ich liebe den einfach. Im Sommer ist der einfach nur ein Traum. Perfect Intense von Marc Jacobs. Wie gesagt, auf meiner Haut hält er so um die 7 Stunden, ganz bestimmt im Sommer noch länger. Mega, mega Duft. Ich kann euch den nur empfehlen. Wenn ihr den noch nicht probiert habt, testet den aus. Perfect Intense von Marc Jacobs. Der nächste Duft, was nehmen wir denn jetzt? Ist einer, von dem habe ich lange nicht mehr gesprochen und trotzdem finde ich ihn toll. Und ich finde, es ist einer, der immer geht. Und zwar ist es Tuileries d'Hermès. Tuileries d'Hermès ist so ein erwachsener, blumig-würziger Ingwer mit Tuberose ist da drin und Sandelholz, der ist richtig sophisticated. Hier sehe ich so eine Boss Lady, damit riecht ihr wirklich teuer und erwachsen. Ihr wisst, was ihr wollt, ein bisschen arrogant, trotzdem weiblich, ein bisschen sexy. Ich weiß, dass der eine oder andere von euch Probleme mit dem Duft hat. Ich persönlich gar nicht. Ich finde, das ist ein bombastischer Duft, wenn ihr was Edles sucht und duften wollt wie ein Boss. Diese Ingwernote ist penetrant am Anfang, sie wird aber später ein bisschen settled und ein bisschen ruhiger und trotzdem. Ich finde, der ist außergewöhnlich, der geht immer, es ist kein 0815. Ich finde den spektakulär, ich liebe den, der hat eine Haltbarkeit von 8 Stunden mit einer guten Sillage, auf jeden Fall. Tuileries d'Hermès liebe ich und kann ich nur weiterempfehlen. Das ist für mich etwas für so eine Businessfrau, die wirklich weiß, was sie will, die mit beiden Beinen im Leben steht. Tuileries d'Hermès. Den nächsten werdet ihr überhaupt nicht überrascht sein. Es ist mein All-Time-Favorite, ich glaube meine Nummer 1 von den Designern. Narciso Rodriguez Forger, das Eau de Toilette. Das ist für mich ein absolutes Meisterwerk, Leute. Punkt. Das ist einfach blumig, Osmanthus, Patchouli, Narciso-Moschus. Der hat eine leicht maskuline Note. Der ist frisch, der ist sexy, der ist düster, der ist kühl, der ist sehr arrogant. Ich finde den sehr unisex-tauglich auch. Das ist die Variante von Narciso, die ich am unisex-tauglichsten finde. Und ich liebe diese maskuline Variante in ihm.
Das ist wirklich Selbstbewusstsein in einer Flasche. Das ist eine Frau, die weiß, was sie will, die selbstbewusst ist, die da rausgeht und ihr Ding macht. Das ist für mich dieser Duft. Ich liebe ihn, ich vergöttere ihn. Der hält den ganzen Tag ohne Probleme. Der hat eine bombastische Sillage. Der ist ein Komplimentenmagnet. Männer, Frauen, ganz egal. Jeder liebt ihn, jeder spricht einen drauf an. Und das ist ein Duft, der ist, glaube ich, meine, ja. Top 10 for life, ganz sicher. Narciso Rodriguez for her, das Eau de Toilette. Ich mag das Eau de Parfum auch, aber wenn jetzt zwischen den beiden, wenn ich wirklich entscheiden muss, würde ich immer wieder das Eau de Toilette wählen. Bleiben wir kurz bei Narciso Rodriguez und den habt ihr auch in meinen letzten Videos immer wieder gesehen in meinen Videos. Das ist das Rose Musk Noir Rose. So, Musk Noir Rose for her. Ich kann nur sagen, süß, blumige, gepfefferte Pflaume, Rose, Moschus, Tuberose, Vanille, sexy, warm, ummantelnd. Ja, der hat irgendwas wahnsinnig Anziehendes und süchtig Machendes. Der ist sanft, der ist so samtig, wie das Material samt, das rieche ich hier, aber auf eine sehr sexy und verführerische Art und Weise. Das ist femme fatale für mich, das ist Date Night, das ist First Date, das ist, wenn ich einen Mann verführen will, nehme ich diesen Duft. Obwohl mein Mann fährt leider darauf nicht ganz so stark ab, wie ich es mir erträumt hätte, aber ich tue es, ich finde, der ist bombastisch gut. Einziges Manko, er hält an mir nicht immer, bei wärmeren Temperaturen aber schon. Dann komme ich auf meine 7 Stunden mit einer richtig guten Sillage, aber leider hat er seine schlechten Tage und dann spielt er überhaupt nicht und dann sprühe ich und sprühe, ist mir egal, weil ich liebe den Duft und ich würde mich am liebsten darin baden und immer nur noch so riechen. Ich liebe den, Leute. Ich kann nicht mehr sagen. Ich weiß, dass er an vielen nicht gut performt. Probiert den trotzdem noch mal im Sommer. Ich finde, bei wärmeren Temperaturen performt er besser. Und ich liebe den über alles. Jetzt habe ich schon wieder Musk Noir Rose. Ich kann mir nie die Reihenfolge merken. Mega, mega Duft. Den nächsten, den ich euch zeige, den finde ich, ist. Ja, wie soll ich das sagen? Den hat man komplett vergessen. Dabei ist es einer der besten Designer überhaupt, finde ich. Zadig & Voltaire, This is Her. Das ist, wer wirklich nussige, frische Düfte mag, probiert den aus. Der ist cremig, der ist süß, der ist ein bisschen laktonisch fast schon. Der hat Kastanie drin, sehr viel Vanille, rosa Pfeffer, Sandelholz und Jasmin. Leute, der ist so gut. Der hält über 9 Stunden auf meiner Haut. Guckt mal die Flasche an, das ist meine zweite Flasche. Ja, für meine Verhältnisse, ich brauche dazu nicht sagen, ich benutze ihn wahnsinnig gerne. Ich habe den sehr gerne zur Arbeit immer getragen im Krankenhaus, weil der hat nie jemanden gestört, der war immer da. Ich habe immer gerochen, immer Komplimente. Es hagelt Komplimente mit diesem Duft und deswegen verstehe ich nicht, warum keiner von ihm redet. Ich finde, er hat es verdient in den Top 10. Bei mir Top 10 for life. This is Her von Zadig & Voltaire. Ich weiß gar nicht mehr. Ist er noch im Programm? Ich habe jetzt länger nicht mehr geschaut, ob der überhaupt noch. Ich mag euch nämlich eigentlich nicht Düfte zeigen, die discontinued wurden. Aber ich liebe den und ich hoffe, dass der noch da ist. Wenn nicht, wäre es eine Katastrophe. Aber ich glaube schon. This is Her von Zadig & Voltaire. Mega. Leute, wenn ihr nussig, cremig, süß, frisch gewaschen, nicht zu penetrant, aber präsent wollt, absoluter Unisex-Duft, übrigens auch für Männer. Mega. Probiert den aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Dankt mir später. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist von Armani und es ist das Armani Si Intense. Ich bin Fan von der ganzen Armani Si-Reihe. Ich habe fast alle in meiner Sammlung, aber das Si Intense ist fruchtig süß mit schwarzer Johannisbeere, Rose Patchouli. Der ist schon sehr, sehr süß. Das ist was für die süßen Liebhaber, aber der ist düster, süchtig machend, so richtig sirupartig fast schon, ummantelnd, sehr sexy. Und die schwarze Johannisbeere, finde ich, hier ist wirklich die präsenteste Note. Er hat diesen floralen Aspekt, keine Frage, aber er ist düster, mysteriös, sexy, edel, teuer und Haltbarkeit. Auf jeden Fall 7, 8 Stunden mit einer richtig guten Sillage. Komplimentenmagnet, Männer lieben den. Ich finde den sehr sexy, der ist anziehend, wirklich.
Das ist auch sehr gut auf Date Nights oder First Dates zu tragen, finde ich. Clubbing, egal was. Armani C. Antons, damit liegt ihr nie verkehrt. Einer der schönsten Designer, finde ich, überhaupt. Ich mag, wie gesagt, die ganze Reihe, aber der C. Antons ist definitiv meine Nummer 1. Der nächste wird euch auch überhaupt nicht überraschen. Das ist das Versace Crystal Noir, das Eau de Parfum. Das ist, glaube ich, einer der besten Designer, wenn ich nur einen in meinem Leben aussuchen dürfte. Der ist so gut, finde ich. Der ist cremig, blumig, mit Ingwer, Kardamom, Pfeffer, Gardenie, Sandelholz, Moschus. Der riecht richtig kalt. Das ist für mich so ein Vampirduft, so eine Kirche, wenn ihr die Kirche betretet, diese Aura, die euch da umhüllt, diese Aura hat auch dieser Duft. Das ist so ein richtiges Gothic-Parfüm, finde ich. Wenn ihr Gothic-Fans seid, definitiv probiert diesen Duft. Ich finde, der passt sehr in die Gothic-Szene. Aber auch wenn ihr nicht Gothic seid, so wie ich bin es nicht, aber ich liebe und vergöttere diesen Duft. Ich habe den schon seit Ewigkeiten in meiner Sammlung. Ich weiß es gar nicht mehr. Jahrzehnte. Seit er rausgekommen ist, habe ich diesen Duft immer wieder. Ich wechsle immer mal zwischen dem Eau de Toilette und Eau de Parfum, aber ich liebe beide. Der riecht so ein bisschen nach Kokosnuss. Ist, glaube ich, keine Kokosnuss gelistet. Aber er hat so einen Vibe von kalter Kardamom, Kokosnuss, Ingwer, Moschus. Mega Duft. Leute, mega Duft. Er hält 10 Stunden und aufwärts mit einer bombastischen Sillage. Wenn ihr kalte, arrogante, kühle, sehr penetrante Düfte mögt, probiert den auf jeden Fall. Crystal Noir von Versace kann ich euch nur empfehlen. Eine Granate. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist ein neuer Duft aus meiner Sammlung. Und jetzt kann man sich streiten, ist das wirklich ein Designerduft? Eigentlich nicht, aber er ist auch kein Nischenduft. Ich rede von den Kajali-Düften. Die Kajali-Düfte sind eben nun ja, sie sind keine Nischendüfte. Kajali gehört zu Huda Beauty, die haben also Beauty-Produkte. Ich würde es aber eher jetzt bei den Designern einordnen als eben bei der Nische. Deswegen nehme ich ihn hier heute mit rein. Und zwar ist es der Utopia von Kajali, der Vanilla Coco 33. Neu in meiner Sammlung, definitiv kein neuer Duft, aber in meiner Sammlung neu. Und der ist für mich Sommer in einer Flasche. Ich sprühe den auf und ich bin auf einer tropischen Insel, habe mich gerade mit einer teuren Sonnencreme eingeschmiert. Neben mir steht Pina Colada und das Meer rauscht, der Sand ist weiß und ich liege auf einer Liege mit einem großen Sonnenhut. Das ist für mich Utopia, wenn ich ihn euch so beschreiben würde. Der ist süß-gourmandig mit Kokosmilch, Birne, Geißblatt, Zitrone, Jasmin, Ambrette, Tuberose, Gardenie, Sandelholz, Moschus, wie ich euch gesagt habe. Stellt euch vor, Sonnencreme, Kokosnusscocktail, Meeresrauschen, tropische Insel, Sommer, Sonne, hellblauer Himmel und ihr seid im Urlaub. Das ist für mich Utopia. Das ist für mich einer der most happy scents in meiner Sammlung. Ich wollte ihn schon lange haben. Jedes Mal, wenn ich ihn kaufen wollte bei Sephora, war er gerade nicht da. Jetzt hatte ich mal Glück, er war da, deswegen habe ich ihn gekauft. Ich wollte nämlich die große Flasche. Es gab immer nur die kleinen. Und damit holt ihr euch den Sommer nach Hause. Ihr holt euch den Urlaub nach Hause. Jetzt, wo ich eine stressige Zeit hatte, wirklich, ich habe den gesprüht und ich bin einfach, Jenny ist im Urlaub. Ich bin einfach im Urlaub, abschalten, wirklich draufsprühen, glücklich sein und einfach nur positive Gedanken haben. Das ist Kajali Utopia für mich. Liebe ihn, liebe ihn, liebe ihn. Punkt. Haltbarkeit würde ich sagen so 5-6 Stunden. Er ist keine Granate, aber ich genieße den so sehr. Der macht mich so happy, der macht mich so glücklich und ich hole mir damit immer wieder den Sommer nach Hause. Deswegen von mir volle Kaufempfehlung. Falls ihr ihn noch nicht kennt, ihr werdet ihn bestimmt kennen. Utopia Vanilla Coco 33, mega, mega Duft. Und dann zeige ich euch noch einen, und zwar das ist der Valentino Born in Roma. Valentino Born in Roma ist ein süß, fruchtiger, schwarzer Johannisbeerduft mit Jasmin und Vanille, Jasmin-Tee. Das ist für mich ein ziemlich fruchtiger Jasminduft. Hier ist alles, geht rum um den Jasminduft, wenn ihr Jasmin mögt, wenn ihr was Weibliches wollt, was für jeden Tag ein Büroduft, ein
Ja, ich finde auch sehr, sehr weiblich, sehr floral, sehr elegant, sehr alltagstauglich. Für jede Gelegenheit tauglich. Der erinnert mich auch so ein bisschen an einen schönen Blumengarten und einen Spaziergang im Grünen einfach. Auf eine sehr elegante, der riecht teuer, der ist edel, der hat eine Wahnsinns-Sillage, der hat eine super Haltbarkeit. Auch einer der besten Designer, finde ich. Und auch von allen Flankern gefällt mir das Eau de Parfum, der erste, am allerbesten. Ich kann euch den nur empfehlen, wenn ihr noch sowas sucht, mit schwarzer Johannisbeere, sehr viel Jasmin und Vanille. Sommer, Frühling, eigentlich zu jeder Jahreszeit ein top, top floraler Begleiter. So, und dann habe ich noch einen, der eben ja in letzter Zeit den ich sehr in mein Herz geschlossen habe und der, ja Leute, zu Top 10 for Life geworden ist. Der YSL Libre. Ich habe den Libre Entence da hinten auch stehen. Ich liebe den Entence sehr, aber der Libre ist mein Favorit. Ich kann es selber kaum glauben, denn am Anfang mochte ich ihn gar nicht. Das ist ein blumig-süßer Neroli-Mandarine-Lavendelduft. Hier geht es um den Lavendel mit Orangenblüte, Jasmin, Vanille. Der ist spritzig, der ist hell, der ist sehr, ja, arrogant. Das ist eine richtige Boss-Lady. Das ist eine Frau, die weiß, was sie will, die mit beiden Beinen im Leben steht, die wirklich, weiß ich nicht, irgendwo das Sagen hat. Ich finde, der ist richtig mega geil. Genau so will ich riechen, Leute, wie der riecht. Ich dachte, ich mag Lavendel nicht so, aber diesen Lavendel liebe ich. Haltbarkeit, Bombe, der hält an mir den ganzen Tag. Der hat eine richtig gutes Jahr schon. Irgendwie hagelt es Komplimente. Jeder liebt die Libre an mir. Ob den Entance, den normalen. Jeder kommentiert, jeder sagt, Jenny, Mensch, was hast du da drauf? Der ist genial. Und ich kann es selber kaum glauben, dass ich erst jetzt zu dem gekommen bin. Also Leute, Top 10 for Life, der Libre, ich nehme alles wieder zurück, was ich je darüber gesagt habe. Ich finde, das ist einer der besten Designer. Ich habe mir nur eine kleine Flasche gekauft, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe gedacht, ich verirre mich vielleicht ein bisschen und dann mag ich ihn doch nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Wenn ich den leer habe, kaufe ich mir eine große Flasche. Der ist aus meiner Sammlung nie wieder wegzudenken. Libre von Yves Saint Laurent gilt genauso für den Entance. Ich habe auch das Le Parfum getestet von Libre. Auch der ist granatengut. Wird vielleicht auch noch bei mir einziehen. Mal sehen, aber im Moment nutze ich auf jeden Fall diesen hier. So, und jetzt zeige ich euch einen, der bei mir ganz neu eingezogen ist. Und ja, eine schöne Spielerei übrigens auch noch ist, aber es gibt ihn auch ohne Spielerei, aber ihr kennt Jenny mittlerweile. Ich brauche es immer extra und auch hier habe ich natürlich die Extra-Variante gewählt. Und zwar geht es um Montclair Pure Femme, das Eau de Parfum. Das ist die Flasche mit der LED-Beleuchtung. Ich werde euch da gleich was dazu sagen, aber erstmal möchte ich gerne über den Duft reden. Ich war stöbern bei Douglas. Ich wusste überhaupt nicht, dass Moncler einen Duft rausgebracht hat, und zwar zwei. Einmal das Pur Homme und einmal Pur Femme. Ehrlich gesagt, mir haben beide richtig gut gefallen, aber ich habe jetzt erstmal das Pur Femme mitgenommen. Und zwar ist das ein pudrig süßer Duft und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, Gott, Leute, der ist so gut. Der ist so gut. Ich weiß, viele sagen, der wäre irgendwie 0815, nichts Besonderes. Ich finde das überhaupt nichts. Habe ich aus Versehen es angemacht. Ein pudrig-süßer Duft mit Schnee. Eine Duftnote ist Schnee. Und ich rieche diese kalte Stimmung. Auf jeden Fall. Bergamotte, Heliotrop, Jasmin, Vanillin, Sandelholz, Amber und Zeder. Und ich finde diesen Vanillinzucker, den rieche ich auch. Der ist so weich, süß, pudrig, cremig, für jeden Tag. Definitiv Signature Scent tauglich. Haltbarkeit würde ich sagen 5 Stunden. Keine Granate, aber gutes Sillage und einer meiner Top-Favoriten. Leute, ich vergötter diesen Duft. Jetzt mal unabhängig von dieser Flasche, ich möchte euch die Flasche mal zeigen. Ich habe jetzt die Flasche, kein Magnetverschluss übrigens. Ich habe die Flasche, die nachfüllbar ist. Also ihr könnt das aus dieser Hülle rausnehmen und die Flasche ist nachfüllbar. Das sind die 150 Milliliter, die ich gekauft habe. Und meine Flasche hat eine LED-Beleuchtung und ich zeige euch das jetzt. Ihr könnt hier drauf drücken und dann habt ihr, jetzt steht da Montclair. Ihr könnt aber, weil ich den noch nicht umdisponiert habe, könnt da
ganz egal was laufen lassen. Eure Namen, irgendwelche Daten, ganz egal was. Es gibt eine App dazu, es gibt ein Kabel dazu in der Verpackung. Und dann könnt ihr das einstellen, wie ihr wollt. Ich werde wahrscheinlich den Namen von mir und meinem Mann da laufen lassen oder von meinen Kindern. Ich hatte jetzt nur noch keine Zeit. Der war jetzt so schon aufgeladen, und ein Kabel ist dabei. Das ist so ein USB-Kabel. Dazu gibt es eine App. Und dann könnt ihr das einstellen, wie ihr wollt. So eine Spielerei. Aber natürlich für mich, jemand, der besondere Flaschen mag. Ich wollte es unbedingt haben und so sieht sie aus. Und wenn ihr den Button wieder drückt, ist es praktisch aus. Also wenn es aus ist, seht ihr auch gar nichts davon. Ja, wenn man das halt möchte, kann man es machen. Es ist eine schöne Spielerei. Die 100 ml Flasche ist ohne die LED-Beleuchtung, deswegen keine Angst. Ihr müsst diese LED-Beleuchtung nicht unbedingt dabei haben. Jenny wollte es aber haben. Aber jetzt mal unabhängig von dieser außergewöhnlichen Flasche, der Duft ist granatig gut. Ich rieche dieses Schnee. Montclair, klar, die Jacken und so weiter, die haben ja immer eher sowas mit Winter zu tun. Und ich finde, der Duft hat das sehr schön getroffen. Sehr weiblich, sehr Signature-Scent tauglich, sehr so zerbrechlich, elfenartig, ja. Gleichzeitig aber auch sportlich tragbar. Ich glaube, dass der sehr viele Fans haben wird. Ich glaube, dass sehr viele Frauen den mögen werden. Der für Männerleute wäre wahrscheinlich bei mir auch einziehen, weil er einfach zu gut ist, um ihn nicht zu kaufen. Aber der hier hatte jetzt erstmal Vorrang und ich habe den jetzt die letzten Tage wirklich ständig benutzt. Komplimentenmagnet, definitiv. Männer mögen den auch sehr und ich finde, der geht sehr, sehr schön für den Alltag. Aus meiner Kollektion nie wieder zu missen und ich empfehle euch definitiv den zu probieren, sowohl den für Männer als auch Frauen. Ich finde den für Männer unisex. Ich werde den auch tragen, wenn, dann kaufe ich den für mich. Beide sehr unisex tauglich. Auch der geht für einen Mann, der solche Düfte mag. Ja, definitiv. Ich finde die nicht jetzt nur für Frauen oder Männer tragbar, aber der ist schon sehr, sehr weiblich lehnend auf jeden Fall. Aber mega, mega neuer Duft in meiner Sammlung. Und zu guter Letzt mein Number One for Life von den Designern. Wenn ich alle Düfte abgeben müsste und ich dürfte nur noch einen einzigen behalten in meiner Sammlung, Black Orchid von Tom Ford, das Eau de Parfum. Das ist für mich Sex in einer Flasche. Punktum. Das ist für mich der sexieste Duft auf diesem Planeten. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal im Laden gerochen habe und ich fast umgekippt bin. So toll fand ich den. Das ist ein blumig-orientaler mit schwarzer Johannisbeere, Trüffel, Ylang-Ylang, schwarzer Orchidee, sehr viel floralen Noten, schwerem Patchouli, Weihrauch, Vanille. Der ist düster, der ist sexy, der ist arrogant, der ist definitiv nicht was für jeden. Der hat eine leicht erdige Note. Viele sagen, er riecht nach Friedhof. Finde ich überhaupt nicht. Aber er ist kühl, er ist mysteriös, er ist für mich alles. Ich rieche den Trüffel sehr, sehr präsent in diesem Duft und der ist für mich einfach nur Sexiness pur. Für Männer, für Frauen, ganz egal für wen, den kann jeder tragen. Das ist ein Statement-Duft und nicht jeder wird ihn mögen. Entweder glaube ich, man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich vergötter diesen Duft. Der hält an mir den ganzen Tag. Der hat eine raumfüllende Sillage. Und wie gesagt, wenn ich alle Düfte aus meiner Sammlung abgeben müsste und ich könnte nur einen einzigen behalten, er wäre es. Black Orchid von Tom Ford. Und mit diesem Meisterwerk möchte ich auch das Video heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Designerduft ist eure Number One for Life? Mich würde es sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende und hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.